Ups. Alesi, der muss aber der angeschlagen, sein. Ja. Das Hinterrad steht schief. Aber da kann er sich... Jetzt muss er vorsichtig umdrehen, sonst reißt er noch ganz was weg. Also er kann nicht so ein Burnout machen. Er stellt das Auto auch ab. Ja. Stellt es an einen sicheren Platz. Also ist da praktisch nur aus der Fahrrinne herausgefahren noch ein paar Meter. Hier kommt's. Ja, da war einfach zu schnell. Bisschen neben die Linie gekommen. Und wo schlägt er an? Hier. Er schafft es nicht, auf die Strecke zurückzukommen und streift die Mauer. Oje. Ich glaube, da hätte er ein bisschen früher reduzieren können. Wobei, wenn man es in Zeitlupe sieht, ist das immer gefährlich, etwas so zu beurteilen. Aber es schien mir so, als ob er nicht einsehen wollte, dass er jetzt neben der Strecke